Guten Abend, ihr schaut Immobil. Niemand hat sie gern und trotzdem muss man sie jedes Jahr ausfüllen. Die Steuererklärung. Was ist neu, was ist anders? Wir fragen heute unseren heutigen Gast. Das ist Tanja Bertole. Ich begrüße Sie per Skype. Sie ist Mediensprecherin vom Kanton Bern. Guten Abend, Frau Bertole. Guten Abend, Herr Weibel. Frau Bertole, wie weit seid ihr mit eurer persönlichen Steuererklärung? Ja, da verwirrt ihr mich fast ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ich habe zwar schon angefangen, aber ich bin leider noch nicht ganz fertig geworden, weil mir noch das Dokument gefällt hat. Aber das ist beim Online-Ausfüllen ja praktisch. Da kann man zwischendurch aufhören und weiterfahren. Aber das kommt gut bis 15. März. Begeisterung wird sich wie bei anderen Leuten auch, sagen wir mal, in annehmbaren Grenzen halten, für so etwas auszufüllen. Ja, also mittlerweile mache ich es noch recht gern. Früher ist es wirklich, habe ich es gar nicht gern gemacht. Ich habe es auch machen, weil ich nicht bei den Schlag komme mit Papier und Formular. Aber mit dem Online-Ausfüllen ist es wirklich einfacher geworden. Ich kann ja jetzt auch neue Belege direkt aufladen. Ich muss auch nicht mehr umschreiben, Ausdrucke umschreiben, sondern kann es elektronisch freigeben. Und das hat das Ganze einfacher gemacht und mittlerweile mache ich es gar nicht mehr so ungern. Es ist auch Jahr und es ist auch jedes Jahr so, dass man praktisch nicht keine Änderungen hat, sondern man hat immer Änderungen. Manchmal auch Verbesserungen, das ist besonders positiv. Ich rede jetzt von den Immobilienbesitzerinnen und Besitzer, für die ändert einiges. Was gibt es für neue Abzugsmöglichkeiten konkret bei Grundstücken? Also neben den Liegenschaftsunterhaltskosten kann man ab Steuerjahr 2020 nicht nur die Investitionen steuerlich abziehen, die Energie sparen und dem Umweltschutz dienen, sondern auch Rückbaukosten im Hinblick auf einen Ersatzneubau. Und die beiden Kategorien die können künftig als einzige Grundstückkosten auch die zwei nachfolgenden Steuerperioden in Abzug gebracht werden, wenn sie in der laufenden Steuerperiode nicht berücksichtigt werden können. Im Bereich Energie gehen auch die Photovoltaikanlagen, die eigentlich immer mehr auf den Dächern zu sehen sind. Jetzt auch bei uns in der Schweiz, das war lange nicht so gewesen. Die erhöhen natürlich automatisch auch den Wert der Liegenschaft, weil man hat einen Nutzen, man hat auch Kompensationsgelder dafür bekommen. Heisst das jetzt auch, dass man dort, so eine Photovoltaikanlage auch muss höher versteuern muss? Nein, es kommt ein bisschen auf die Art der Anlage an und ob der Strom selber genutzt wird oder nicht. Der Regierungsrat hat letzten Dezember einen Bericht verabschiedet. Und dort steht auch, dass sich Photovoltaikanlagen auf einem bestehenden Gebäude immer lohnen, steuerlich gesehen. Und wobei eben die sogenannten Aufdachanlagen vorteilhafter sind als Indachanlagen, weil Aufdachanlagen als bewegliches Vermögen gelten und sie dürfen den amtlichen Wert nicht erhöhen. Ich schnell zur Erklärung: Aufdach-Indachanlagen, was ist der Unterschied? Indachanlagen, das sind also gebäudeintegrierte Anlagen und sind Bestandteil des Gebäudes, wie zum Beispiel Fassadenverkleidung. Und Aufdachanlagen, das sind Anlagen, die bereits auf bestehenden Gebäuden montiert wurden, die Struktur nicht verändern und eben als bewegliches Vermögen gelten. Mit einer Photovoltaikanlage kann man auch Einnahmen generieren, indem dass man mehr Strom reinbekommt von der Solar, wieder, als man gerade im Moment braucht und die ins Netz eingespült werden. Es braucht aber, und das ist auch wichtig, Unterhalt, regelmässig Unterhalt. Wie älter die Anlage wird sowieso, heisst das, das eine muss man als Einnahmen versteuern und das andere kann man als Abzug geltend machen. Genau, also sämtliche Formen von Einnahmen, sei es Einmalvergütungen oder Einspeisevergütungen, die werden als übriges Einkommen besteuert. Beim Eigengebrauch von Photovoltaikanlagen wird der Eigenmietwert aber nicht erhöht. Die Kosten für den Unterhalt von bestehenden Photovoltaikanlagen auf Dach oder im Dach, die können wie die übrigen Liegenschaftsunterhaltskosten in Abzug gebracht werden. Wie zum Beispiel Reparatur, Renovation oder Ersatz. Ja. Gehen wir zu einem anderen Thema. Allgemeine Neubewertungen von Grundstücken. Da haben die Leute nicht so Freude gehabt. Es hat nämlich 8700 Einsprachen gegeben. Was passiert jetzt mit diesen Einsprachen? Insgesamt müssen rund 730'000 Grundstücke neu bewertet werden. Die 8700 Einsprachen, die bislang eingegangen sind,
ist etwa ein gutes Prozent. Und die Einsprachen, die werden jetzt wie alle anderen Einsprachen auch von unseren Mitarbeitenden geprüft, abgearbeitet und das dauert jetzt eine Weile. Was bringt die allgemeine Neubewertung aus eurer persönlichen Sicht eigentlich für einen Steuerzahler? Also die letzte allgemeine Neubewertung die ist vor 20 Jahren durchgeführt worden und in dieser Zeitspanne haben sich die Immobilienpreise im ganzen Kanton, in allen Regionen und für alle Gebäudenarten nach oben entwickelt. Und die amtlichen Werte 2020 die entsprechen einfach nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten. Und das Steuergesetz sieht eben vor, dass unter solchen Umständen eine allgemeine Neubewertung muss durchgeführt werden muss. Und da ist es meine persönliche Sicht nicht so relevant. Der Grossrat hat das jetzt entschieden, dass die per 2020 muss durchgeführt werden muss. Und das Ziel ist von der allgemeinen Neubewertung die steuerliche Gleichbehandlung gemäss den gesetzlichen Vorgaben. Das heisst, alle Liegenschaften sollen steuerlich korrekt bewertet werden, egal in welcher Region, also ob Stadt Bern, Oberland oder Guchtlerie und auch egal, was für eine Gebäudenart, ob ein, zwei oder mehr Familienhaus. Und auch Personen mit Grundeigentum sollen gleich behandelt werden wie Personen mit bewirklichem Vermögen, wie zum Beispiel Bankkonti. Das heisst, also mit anderen Worten, dass ein Haus in einem sehr steuergünstigen Ort nicht mehr so anders bewertet werden als zum Beispiel im französischen Jura, wo vielleicht die Steuern einiges höher sind. Genau, es gibt einfach Unterschiede in den Regionen im Moment und das versucht man jetzt mit der allgemeinen Neubewertung wieder auszugleichen. Das wäre positiv. Grosse Änderungen kommen zu den Fristverlängerungen. Dort gibt es grosse Änderungen. Was muss man besonders beachten? Ja, wir haben festgestellt, aufgrund von Aufwandanalyse, dass die zunehmenden Fristverlängerungen bei uns auch mehr Aufwand generiert haben. Und darum haben wir jetzt eine neue Fristverlängerungspraxis ab 1.1.2021. Für Privatpersonen das Wichtigste zu wissen ist, dass die erste Fristverlängerungsmöglichkeit neu 15. Juli ist. Wenn man sie online macht, ist sie gebührenfrei. Wenn man bis 15. September verlängert, kostet es dann 20 Franken und spätestens 15. November 40 Franken, wenn man online frisch verlängert. Und wenn man noch etwas später kommt, Ende Jahr, was heisst denn das? Gibt es einen Buss? Also frisch verlängern kann man nur bis zum 15. November, mehr kann man nicht. Und wenn man die bis dann Steuererklärung nicht eingereicht hat, also keine Fristverlängerung gemacht hat und die Steuererklärung nicht eingereicht hat, dann gibt es eine Mahnung und dann später halt noch eine. Das hat man langsam Gas gegeben, heisst das, oder? Mit der Eingabe. Hoffen wir, es sei so. Kommen wir zu dem unvermeidlichen Thema Coronavirus, aber nur ganz kurz. Weil das böse Virus hat nämlich auch Auswirkungen auf Berufskosten. Wie kann man dort jetzt Abzüge Geld machen? Also ich denke jetzt an Homeoffice und so weiter, was das eigentlich alles eben jetzt mit sich gebracht hat in dieser kurzen Zeit. Also das Einzige, was man kann machen kann, ist im Zusammenhang mit den Fahrkosten. Zum Beispiel, wenn ihr mit dem ÖV unterwegs seid und ein Jahresabonnement gekauft habt, dann dürft ihr das Jahresabonnement in Abzug bringen, auch wenn ihr Homeoffice gemacht habt und gar nicht vor Ort arbeiten kann. Oder wenn ihr zwischen dem 1. März und dem 31. Dezember mit dem Auto seid arbeiten, weil ÖV nicht zumutbar war, dann dürft ihr auch die Autokosten in Abzug bringen. Ihr müsst auch nicht beweisen, dass ÖV unzumutbar wäre. Und auch wenn ihr schon ÖV-Kosten hattet, dürft ihr die zusätzlich auch noch in Abzug bringen. Aber für alle anderen Abzüge im Zusammenhang mit unselbstständiger Erwerbstätigkeit ändert sich gar nichts. Da bleiben wir, wie es bislang war, zum Beispiel, dass man nur effektiv angefallene Kosten für auswärtige Verpflegung darf abziehen. Wie ist es mit dem Büro? Ich brauche plötzlich einen Büroraum, den ich sonst eben im Büro hätte von meinem Geschäft. Kann ich das jetzt auch abziehen? An diesen Regelungen hat sich nichts geändert. Das ist, wie es vorher war. Und das ist recht, recht streng. Und da kann ich jetzt nicht auf das Detail eingehen, das ging viel zu weit. Aber das kann man alles bei uns nachlesen. Dort gibt es keine Veränderungen, was vorher gegolten hat. Es gibt Leute, die zahlen die Steuern immer ein bisschen später. Es gibt aber auch die Leute, die Steuern immer gerne schon vorauszahlen, weil sie nämlich ein bisschen Zins bekommen haben. Diesen Zins soll es jetzt künftig nicht mehr geben.
Ja, der Vorauszahlungszins, den gibt es eigentlich schon seit 2017 nicht mehr. Der Regierungsrat und die Steuerverwaltung haben aufgrund der Coronavirus-Krise im März 2022 ein Entlastungspaket definiert. Und dort hat man unter anderem für das Steuerjahr 2020 den Verzugszins auf Null gesetzt und kurzfristig einen Vorauszahlungszins von 0,5% eingeführt. Aber aufgrund des aktuellen Zinsumfelds verzichtet der Regierungsrat darauf, dass man das weiterführt. Weil es ja wahrscheinlich auch nicht einen sehr grossen Zins würde geben. Oder wir müssten wahnsinnig viele Steuern vorauszahlen, damit es sich rendieren würde. Gehen wir zu der Online-Erstellung. Ihr habt selber auch gesagt, die machen das auch. Es gibt keine Änderung dort. Und trotzdem stellt man fest, dass eigentlich das Ausfüllen von der Steuererklärung nicht so begehrt ist? Ja, ganz so genau so kann man es nicht sagen. Wir haben seit 2019 haben wir ja die Möglichkeit, eben die Steuererklärung vollständig elektronisch einzureichen. Es tun bereits knapp 400'000 Leute, also 2/3 der steuerpflichtigen Personen, online ausfüllen. Aber nur etwa 150'000 haben letztes Jahr vollständig elektronisch eingereicht. Und da ist sicher noch Luft nach oben und wir hoffen, dass das praktische Angebot noch mehr genutzt wird. Das Gleiche gilt ein bisschen bei den Belegen. Seit 2 Jahren kann man den Beleg direkt aufladen beim Ausfüllen. Letztes Jahr sind 244'000 Belege aufgeladen worden, hauptsächlich Bescheinigungen, Säule 3a. Und auch dort hoffen wir, dass die steuerpflichtigen Personen das noch mehr nutzen. Das ist für sie kein Aufwand, für uns weniger Aufwand und auch weniger Papier. Es gibt vor allem weniger Papier und weniger zum Durchblättern. Man kann das dann alles auch aus Hörers bei der Steuerverwaltung quasi elektronisch prüfen und durchblättern, ohne dass man Papier in die Finger nimmt. Was ja auch wieder Corona-konform wäre. Aber wir hoffen, richtig, dass es nicht immer so. Ein letzter Punkt noch ist das Alter, das Mindestalter, wo man eine Steuererklärung ausfüllen muss. Das ist erst ab 18-jährig. Wieso ist jetzt das so? Ja, das Gesetz sieht vor, dass das Erwerbseinkommen von Minderjährigen versteuert werden muss. Darum haben wir in der Vergangenheit allen 16-Jährigen eine Steuererklärung verschickt, weil sie ja mit der Lehre eigentlich zum ersten Erwerbseinkommen kommen. Aber das war meistens so tief, dass sie gar keine Steuern zahlen mussten. Und darum haben wir dann entschieden, darauf zu verzichten und verschicken die Steuererklärung erst ab 18. Für die ganz schnellen 15. März sollte man die Steuererklärung abgeben. Man kann es aber auch verlängern. Letzte Verlängerungsfrist ist der 15. November, haben wir heute gelernt. Frau Bertolet, besten Dank für das Gespräch. Danke euch, Herr Weibel. Weiter geht's mit den Indizes. Das sind die variablen Basiszinssätze vom 15. Februar. BKB 2,5%, Migrobank 2,5%, Bank Claire 2,625%, Raiffeisen 2,875%, Credit Suisse 2,85% und Valiant 2,95%. Jetzt zu den aktuellen Heizölpreisen vom 15. Februar pro 100 Liter. Bis zu 5'000 Liter kostet es 78,80 Franken. Bis zu 10'000 Liter 77,70 Franken. Und der Preis bis zu 20'000 Liter ist 76,40 Franken. Hier sind die Wasser- und Abwasserkosten. Die Preise setzen sich zusammen aus dem durchschnittlichen Wasser- und Abwasserverbrauch von einem 4-Personen-Haushalt. Die Stadt Biel im Städtevergleich. Und jetzt kommen wir zu den Strompreisen für Haushalt. Die Stadt Biel im Städtevergleich. Weg von den Steuern hin zum schönen Wohnen. In einem Einfamilienhaus, in einer Eigentumswohnung oder in einer schönen Mietwohnung. Wir haben das Angebot für euch zusammengestellt. Im nächsten Beitrag viel Spass beim Zuschauen. Und bis bald.
à louer pour mai 2021 à Tremblant à la Grande Rue 107, situé à deux pas de la gare, un bel appartement de 4 pièces et demie avec cuisine ouverte, grand balcon, jardin commun, galta et cave. Smiete ist in Ebsach an Oberdorfstrasse 4 eine 5,5-Zimmer-Duplex-Wohnung mit einer hauen Küche inklusive Geschirrspüler und Waschmaschine, zwei Badzimmer sowie Laminatböden im grössten Teil der Zimmer. An Falkenstrasse 35 in Biel mit einem Rundumblick über Biel mieten sie 3,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen total saniert mit Loggia, moderner Küche, grauen Linoleumböden in allen Zimmern, Entree mit Garderobe sowie ein Glasfaseranschluss. Guten Abend miteinander. Ich freue mich, euch heute zwei Projekte vorzustellen. Wir starten mit 8 Eigentumswohnungen an der Pianostrasse in Biel. Und anschliessend wird euch Michel Hunziker Gewerbe- und Industriefläche am Eckweg 8 in Biel vorstellen. Wir befinden uns hier an der Pianostrasse 59 in Biel. Die Pianostrasse hat ihren Namen von der letzten grössten Produktionsstätte von Klavier in der Schweiz. Bis vor etwas über 30 Jahren sind hier 800 Klavier im Jahr produziert worden. Die Qualität wird immer noch produziert, hier in Form von 8 Eigentumswohnungen. Wir haben hier 1,5, 2,5 und 3,5 Zimmer Attika-Wohnung, die ich euch jetzt näher zeigen werde. Wir starten hier mit dem Schmuckstück, und zwar eine 3,5 Zimmer Attika-Wohnung mit 2 Terrassen. Der Boden ist mit einem Parkett ausgelegt, wir haben eine offene Küche zum Wohnraum und eben die 2 Zugänge zu den Terrassen. Ebenso haben die 2 Zimmer Zugang zu den Terrassen. Das Bad ist wie bei allen anderen Wohnungen auch mit einer italienischen Dusche ausgestattet, das heisst durchgefliesset mit einer keramischen Platte, Bodenebene und Vollrollstuhlgängig. Jede Wohnung hat zudem im Badzimmer einen eigenen Waschturm. Eine Besonderheit, die nur die Attika-Wohnung aufweisen wird, ist, dass der Lift direkt in die Wohnung geht und dass es auch noch ein relativ grosses Redui- oder Haushaltsräumchen hat. Der Verkaufspreis für die Attika-Wohnung ist 695'000 Schweizer Franken. Als nächstes zeige ich euch eine 2,5-Zimmer-Wohnung. 2,5-Zimmer-Wohnungen haben eine verglaste Loggia. Das heisst, im Prinzip ein Wintergarten im Winter und eine Terrasse im Sommer. Die Ausstattung dieser 2,5-Zimmer-Wohnung ist gleich wie bei dieser oben dran. Jetzt werfen wir noch einen Blick in die 1,5-Zimmer-Wohnung oder in die Loftwohnung, wie auch immer man es nennen will. Es ist ein offener Wohnraum von fast 54 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Der Verkaufspreis für die 1,5-Zimmer-Wohnung liegt bei 270'000 Schweizer Franken und für die 2,5-Zimmer-Wohnung bei 380'000 Schweizer Franken. Ich hoffe, ihr habt den ersten Eindruck von dieser neuen Überbauung gewinnen können. Gerne zeige ich euch auch mal persönlich. Aber jetzt gebe ich das Wort weiter zu Michel Hunziker nach Bözingen. Grüß euch miteinander. Wir stehen hier beim ehemaligen Gebäude der Firma RMB zwischen Biel und Bözingen am Eckweg 8 in Biel. Regional sowie überregional ist die Lage ausgezeichnet mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen und liegt für PWs und Lastwagen in der Nähe vom Autobahnanschluss A5. Die ehemalige Industrieliegenschaft ist in den Jahren 2003 bis 2008 neu zum Gewerbepark entwickelt sowie auch ästhetisch und wärmetechnisch saniert worden. Die mehreren Gebäudeteile bzw. Bauetappen A bis D, die in den 60er bis in die 80er Jahren erstellt wurden, sind durch verschiedene Haupteingänge, Anlieferungen mit Hebebühne und Warenliften bestens für Personenverkehr und Warenfluss erschlossen. Zurzeit sind mehrere Mietflächen frei, von kleinsten mit 48 Quadratmetern bis zur grössten mit 1200 Quadratmetern, wo teilweise verschiedenste Nutzungen wie zum Beispiel Produktion, Gewerbe, Büro, Lager, Archiv oder auch Schulungsräume, Praxen usw. zulassen. Die grosszügigen Raumhöhen von 3 bis 5 Metern bieten fast jedem Unternehmen genügend Luft zum Arbeiten. Die bewusst flexible Handhabung der Flächenvermietung soll einen lebendigen Branchenmix fördern, der unter Umständen Synergien unter den Mietern entstehen lässt. Teilweise können auch Ausbauwünsche berücksichtigt werden.
Weitere Pluspunkte sind auch eine grosse Anzahl Parkplätze und die marktgerechten Mietzinsen von 70 bis 120 Franken pro Quadratmeter im Jahr. Selbstverständlich kommt das teilweise auch auf den Ausbaustandard drauf an. Solltet ihr Industrie- oder Gewerbeflächen suchen, die hier nicht vorkommen, könnt ihr uns selbstverständlich gleich kontaktieren. Eventuell können wir euch auch andere Objekte aus unserem grossen Gewerb- und Industrieportfolio anbieten. Bei Interesse meldet euch doch bei Roth Immobilienmanagement AG unter der eingeblendeten Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund, auf Wiedersehen.